Hallo Freunde, also ich habe jetzt ein paar hundert Kilometer mit dieser Leih-Triumph gefahren. Es handelt sich um das Modell Speedwin 900. Die habe ich geliehen gekriegt, während mein Triumph Scrambler repariert wird. Und ich wollte da ein paar Worte drüber verlieren. Denn ich bin reichlich beeindruckt von diesem Motorrad. Es ist ein ganz, ganz, ganz normales Motorrad. Ohne Schnickschnack, ohne alles. Mit einer guten Sitzbank. Schöne Farbe. Ohne irgendwelche besonderen, wie soll man sagen, Features. So, von vorne. Und ich muss sagen, es ist ein tolles Ding. Das ist, glaube ich, die preiswerteste von den Bonnevilles. Die sollte deutlich unter 9,5 zu kriegen sein. Und das Dolle an dem Ding ist der Motor. Das ist der Bonneville 900 HT. HT steht für High Torque. Sozusagen viel Drehmoment und das liefert die. Es ist leicht zu fahren, fährt wie ein Fahrrad, habe ich aber auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erzählt. Und unauffällig, der Sound ist gut und im dritten und vierten Gang legt das Ding los. Hallo? Genau wie dieser, wovon dieser schnelle Mercedes-Fahrer gerade träumt, hier im Meerfelderbruch. Es ist wirklich schnickschnackfrei. Diese berühmte, wie sagt man dazu, Rundinstrument, das berühmte Rundinstrument zeigt einem an, was man braucht. Zum Beispiel, dass die Moment, ich gucke noch mal extra nach fürs Video. Hier sind die Informationen abrufbar. Ah, hier. 4,3 Liter auf 100 Kilometer mit dem hübschen, wirklich schönen Tank, wo 12 Liter reingehen. Kommt man, ja, 250 Kilometer circa weit. Was ich nicht so gut finde, sind die Reifen, die da drauf sind. Das sind hier solche Teile. Da traut man sich auf dem Feldweg sehr, 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 sehr wenig. Das sind Michelin, irgendwas, keine Ahnung. Aber da will man ja auch mit so einem Motorrad gar nicht hin. Ist ja keine Geländekarre. Gut zum Beispiel finde ich das hier, dass hinten so schön Triumph draufsteht. Dass alle wissen, das ist ein richtiges Motorrad. Hier ist nicht mit zu scherzen. Und ist auch wirklich nicht, denn die Karre geht wirklich unheimlich. Der dritte und vierte Gang ist zum lustvollen Fahren prädestiniert. Also, ach ja, was mir noch nicht so richtig gefällt, ist, dass das Motorrad ziemlich niedrig ist. Das kann natürlich für andere Leute, die ein bisschen kleiner sind als ich, von großem Vorteil sein. Ich bin etwa 1,83 und ich habe das Gefühl, meine Beine sind da so ein bisschen sehr eingeknickt. Aber hat den Vorteil, man kommt immer in jeder Situation mit beiden Beinen auf dem Boden. Hier so die Qualität vor allem ist auch sehr gut. Man betrachte mal dieses Bremspedal hier. Das sieht wirklich gut aus. Freddy Dobbs, der Engländer, der fand ja die Qualität von dem Sozius-Pedal super. Und, oh ja, das stimmt. Das ist wirklich fantastisch.
Ja. Gibt es noch zu erzählen? Morgen gebe ich sie wieder ab. Deswegen nochmal schnell dieses kleine Video. Fährt gut. Die billigste aller Bonnevilles. Ist allerdings auch nicht so richtig billig, sondern eher günstig. Wenn man jetzt zum Beispiel zum Saisonende noch so eine kriegen würde, zu einem guten Preis, hat man ein tolles Motorrad. Was so richtig wie ein Motorrad aussieht. Und nicht wie ein Enduro oder ein Chopper oder ein Cruiser oder sonst was, sondern ein ganz, ganz, ganz schlichtes, tolles Motorrad. So, das war's. Und jetzt freue ich mich drauf, dass ich bald wieder meinen Scrambler zurückkriege. Und tschüss.